Herzlich willkommen hier bei Weekend Warrior TV. Wir haben ein Shop-News-Video für euch, weil der Weihnachtsmann geht nicht zu uns war. Und was es alles gibt, seht ihr gleich in Shop-News. So, ihr Standard-große Ding hier mal wieder aus der Hand geben. Saar 12 wieder reingeflattert. Wer eine Sniper braucht, Saar 12 können wir empfehlen. Wer nicht weiß, was das ist, verlinken wir euch mal oben ganz schnell Saar 12 vs. Scout, unser Video, wo wir das mal ein bisschen getestet haben, was das Baby kann und nicht kann. Ich lege sie mal wieder weg. Wenn ihr Fragen dazu habt, ruft uns an. Ja, so, Freunde. Hey, diesmal gibt es echt ein paar schicke Sachen. Bevor ich es vergesse, nochmal als News für euch. Die TMC Elite, wo ihr uns wirklich oft nachgefragt habt, kriegen wir nächste Woche in der größeren Stückzahl endlich wieder rein. Da freue ich mich halt mega drauf. Das heißt, wer eine TMC Elite haben möchte, bleibt da mal am Ball. Gibt euch vielleicht eine Benachrichtigung bei uns im Shop, die kommt wieder rein. Normale TMC haben wir auch wieder drin, die liegt hier vorne. Tada, in schwarz und auch in Tan, gut, hoppla. Und auch TMC Magazine, hatten wir auch länger nicht. In beiden Farben endlich wieder TMC Magazine da, richtig, richtig gut. Und vor allem auch EMF Magazine. Alle EMF Spieler, euer Leiden wurde erhört. Wir haben in größerer Stückzahl zumindest erstmal die schwarzen wieder reingekriegt. Das heißt, die CF20 Magazine könnt ihr euch jetzt wieder gönnen. Und die Power Air Flasche, die 025er, gab es auch einen Restock. Eine sehr beliebte Flasche für MacFat-Spieler, weil man sich die Schulterstütze reinpacken kann. Gehen halt 300 Bar rein, ist halt leichter und man kann halt deutlich mehr Max rausschießen, was bei MacFat wirklich ein kleiner Game-Changer ist. Ich will mich da aber nicht so lange dran aufhalten. Wir haben Pistolen. Es sind geradezu Pistolenwochen hier eingetrudelt. Auf einmal kommen sie alle wieder aus ihren Löchern. Ah, sorry, dass ich mich hier so... So, die HDP von Numarex, quasi eine 99-Euro-Pistole für Kaliber 50. Auch weiß ich nicht, warum die ein halbes Jahr lang nicht lieferbar war. Jetzt ist sie wieder da. Dann Revolver. Der Roscoe-Revolver von First Strike. Das Ding ist auf jeden Fall badass, so Vollmetall, hat halt richtig Style. Wer gut und günstig haben will, kauft sich einfach einen HDR50 von Umarex für einen Huni, macht ihr absolut nichts falsch mit. Wer Vollmetall und ein bisschen badass haben will, holt sich das Ding, aber hey, HDR50 regelt auf jeden Fall auch, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber, was geil ist, man sieht das hier vorne schon so ein bisschen im Bild so aufblitzen, und zwar die FSC von First Strike, eine sehr beliebte Kaliber 68 Pistole. Und schaut mal hier, lecker, lecker. Die Bronze Tan Special Edition. Habe ich, glaube ich, echt ungefähr ein Jahr lang drauf gewartet. Hey, jetzt habe ich wieder welche, jetzt gibt es wieder welche. Also wer eine FSC sucht in der Special Edition, didin. Und hier auch Special Edition, Silber, Schwarz, habe ich auch noch ein paar. Und die Schwarze haben wir auch da. Die hat sich hier hinter versteckt. Ja, nice. Dann für alle Hopper-Spieler, die ein bisschen mehr Firepower bzw. die einfach ein bisschen mehr Hopper-Kapazität haben wollen, gibt es von daher ein ganz geiles Upgrade. Kostet nicht so viel. Wartet mal eben, ich hole das mal eben hier einmal für euch nach vorne. So, Freunde. Das sind die High-Capacity Shells. Die kosten 27,95. Da kriegt ihr aber 250 Schuss in euren Hopper rein. Was ganz cool ist so. Das heißt, ihr braucht dann nicht so oft nachladen. Für die Backplayer oder die Leute, die einfach ein bisschen mehr ballern oder... Whatever. Ihr habt auf jeden Fall beim Break gleich erstmal 70 Bälle mehr als euer Gegner oder 50, je nach Hopper, was die anderen spielen. Finde ich ein cooles Ding von da. Braucht man sich keinen großen Hopper kaufen. Früher musste man sich irgendwie dann größere, gab es von Spire zum Beispiel dann den 280er Spire oder was, oder 270. Ja, und hier kauft man sich einfach die Shell. Praktisch. Dann, ey, wo wir gerade bei Thema Hopper und Turnier-Paintball sind, die Lux. TM40, haben wir ja letztens ein Video dazu gemacht. Kann ich auch nochmal verlinken. Haben wir wieder reingekriegt. Echt nur so ganz vereinzelt. Eine rote und eine Pewter nur. Also wer eine haben möchte. Ich hoffe, es gibt sie noch, wenn das Video online geht. Weil die sind gerade jetzt irgendwie, kommen die mit der Produktion nicht so richtig hinterher. Das ist echt ein bisschen schade. Geo 4. Für mich wirklich eine der ausgereiftesten Turnierknarren überhaupt. Super Ding, schießt sich perfekt. Fässt sich super an, funktioniert super. Geo 4, endlich wieder da. Ich hoffe, Schmutemeier, du bist glücklich mit deiner Geo. Ein Kunde hat nämlich letztens gefragt, was ich ihm empfehlen würde. Ich so, du kaufst dir einfach eine Geo. Und dann habe ich ihm alles fertig gemacht und ich glaube, er ist glücklich. Kann er mal kommentieren, falls er das hier sieht. Grüße nach Augsburg. Hier vorne, zurück zu den MacFat-Spielern, das RT15 Full Auto Kit. Wieder im Programm.
für euch nochmal ganz kurz, falls ihr überlegt, eure T15 mit Full Auto auszurüsten. Erstens ist es in Deutschland nicht erlaubt, das heißt, ihr müsst für ein Ausland fahren. Ja, okay. Und wenn ihr es macht, es ist nicht nur einbauen und spielen, ihr müsst ein bisschen basteln. So, ihr braucht einen 1000 PSI Rack mit Ausgangsdruck und so, ihr müsst an Recoil was einstellen. Das führt jetzt zu weit, aber ich wollte nur sagen, wenn ihr das kauft, alles cool, aber beschäftigt euch ein bisschen damit oder fragt uns, wenn ihr euch das hier kauft, dann helfen wir euch weiter. HDP hatte ich schon, aber was wir noch nicht hatten, die beiden Handguards hier, 4 Zoll und der 7 Zoll Handguard ist auch in kleinen Stückzahlen wieder von First Strike selber reingetrudelt. Sehr schön verarbeitet die Dinger. Ausgezeichneter 7 Zoll Handguard. Für mich auch 7 Zoll, eine super Länge hier. Oder 4 Zoll für die ganz kurzen. und wo wir gerade noch bei dem MagFab-Thema sind, wir haben tatsächlich auch den Hammerhead One-Shot in allen Längen bis auf 20 Zoll wieder reingekriegt. Also wirklich von 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, alles wieder da. Sowohl A5 als auch Cocker-Gewinde. Und gerade der 16er oder der 18er, die waren wirklich sehr beliebt. So, ihr Leute, ihr könnt wieder. Und passend dazu auch eben die Muscles. Vorn ganz leicht und funktional hier. Zwei verschiedene M4 Muscles. Bis hin hier, wir haben auch ein paar von diesen Bölkschweinen gekriegt. Leider weniger, als ich bestellt hatte. Aber immerhin hier der Noveske 22mm Sound Amplifier. Ich verlinke euch die Sachen einfach unten in der Artikelbeschreibung. Ne? Wenn ihr da irgendwie auf einmal Spock habt, dann könnt ihr da einfach raufklicken. Das Ding macht richtig Laune. Das gibt halt so ein richtig sattes Plop-Geräusch. Da wissen echt alle, wo ihr seid. Und alle haben Angst vor euch. Hatte ich schon mal erwähnt, das Ding. Und für die Schalldämpfer-Fraktion, die Bock haben irgendwie auf eine Schalldämpfer-Optik, da gibt es hier den SOCOM 22mm Schalldämpfer hier wieder. Dickes Ding. Jo. Das schon mal dazu. Dann nochmal eben ganz kurz einen Schluck Kaffee, dann geht's gleich weiter. Das war ich mein erster heute. Und oh, ohne Kaffee läuft die Welt nicht. So. Bei zum Thema auch MagFab. Die MCL-Pouches von Tasmania Tiger flattern langsam wieder rein. Noch nicht in allen Farben. Also die MCL haben wir eigentlich mittlerweile in allen Farben. Die MCL LP kommt auch jetzt langsam wieder rein. Für mich ja wirklich die beste Magazintasche für die gängigen Magazintypen. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber die Pistol Pouch hier auch in einer etwas längeren Variante, was ganz cool ist für, ist einfach besser. Einfach das bisschen bessere Produkt. Auch die PPQ-Magazine und so passen in die längere eigentlich wirklich auch ganz gut rein. Sogar noch ein bisschen besser. Und man kann sogar mit ein bisschen gebastelt, glaube ich, sogar TEPX-Magazine hier reinbauen. Ja, die 7er auf jeden Fall. Und auch die anderen, aber die gucken halt ein bisschen länger raus. Also von daher, gut. Freunde, was haben wir noch? Wir haben noch, der Winter ist nah, oder Winter's coming sozusagen. Und wir haben hier von Tasmania Tiger, wo ich gerade bei dem Brand bin, haben wir so Microfleece Mützen. Die sind super praktisch. Die kosten 15 Euro. Das ist jetzt echt nicht die Welt. Gibt es irgendwie in drei Farben. Und Microfleece ist halt geil, weil es halt sehr warm hält, die Feuchtigkeit trotzdem irgendwie rausgelassen wird und man das halt perfekt auch einfach, weil es nicht so dick aufträgt, schön einfach Maske drüber, Kopfschutz, kopfwarm, fertig. Und auch so als kleiner Bounce-Schutz kann ich dir echt empfehlen. Für die Leute, die eher auf Basecaps stehen, hier die Die-Snap Caps, in allen schicken Farben auf jeden Fall wieder da. Funktionale Kappe von Die. Was soll man dazu noch mehr sagen? Und Leute, guckt mal eben. Wird ja gerade wie Goldstaub gehandelt. Ich hoffe, es ist zum Video immer noch da. Aber wir haben noch First Strikes in der Weekend Warrior Spezialfarbe. Gibt es nur bei uns, zumindest mit der pinken Füllung. Ich hoffe, ich habe die noch, wenn das Video online geht. Mal sehen. Dann die Stocks. Ich muss mal aufstehen, die haben wir hier hinten versteckt. MTA, TCA Stock. Auch endlich wieder da. Juhu. Ne, für Leute, weil hier passt die Flasche rein. Zack. Und dann so das Ding hinten rein. Gerade der TCA Stock hat es mir angetan. Den spiele ich halt selber auch. Finde ich halt super praktisch, super schick. So, eine Sache haben wir noch. Die Tech-Marker von TT, wenn ihr getroffen seid, ne, und wollt was irgendwie kenntlich machen und wollt nicht die ganze Zeit Hit rufen oder so, die gibt es von Tasmania Tiger, solche kleinen Tech-Marker, kostet 14 Euro. Mit Klett hier kann man sich irgendwo an sein Equipment irgendwo hier an der Seite oder was dran basteln. Da ist dann hier so eine kleine Flagge, die ist halt aufgerollt, die verschwindet halt dann hier drin und ja,
Ist halt nice to have. Ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss, aber abgeballert werden ohne, ist auch doof. Man kann natürlich auch immer irgendwie sich so eine Warnweste oder sowas, ne? Das geht natürlich auch. Muss man natürlich fairerweise hier auch immer erwähnen. Dann habe ich für euch auch nochmal eben ein paar Slings. Alle sind immer interessiert an Slings. Es gibt hier von SciTech halt auch ganz, ganz vernünftige Slings eigentlich. Gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal, ich stelle das mal eben ganz schnell vor. Preislich liegen die irgendwie so bei 29 Euro meistens. Sind aber schon vernünftig verarbeitet, haben halt hier so Bungee, was ich immer ganz gut finde. Haben trotzdem so einen kleinen gepolsterten Tragegurt für die Schulter hier oben. Haben vernünftige Haken hier unten, die aber auch gut versteckt sind. Das ist hier die klassische Two-Point-Sling. Das Ganze gibt es als One-Point-Sling-Variante. Wobei man sich immer aus dieser Two-Point-Sling auch eine One-Point-Sling basteln kann. Das heißt, indem ihr einfach nur den einen Haken hier nehmt. Hier an der Seite ist so eine Art D-Ring. Den hakt ihr da ein. Und dann habt ihr im Grunde genommen auch eine One-Point-Sling. Das heißt, One-Point-Sling heißt einfach nur, dass es halt nur einen Aufnahmepunkt gibt. Ja, also im Grunde genommen kann man sich mit der Side-Tech-Sling hier auch... Ja, ist halt... Ist jetzt vom Gurt auch nicht irgendwie... Ja gut, die One-Point ist ein bisschen... Nö. Kann man auch gleich die Two-Point nehmen. Hat man beides. Also ich würde die Two-Point nehmen. Dann aber eine Sache noch, was ganz cool ist. Die haben halt hier so als One-Point-Variante mit einer QD-Aufnahme. Also für Leute, die halt auf One-Point-Slings stehen, haben die auch eine gebaut mit so einem kleinen QD-Schnüffel hier dran. Das heißt, da könnt ihr natürlich, das heißt Quick Detach, so habe ich hier gerade irgendeine Markierer mit einem QD-Point. Hier, TMC. Ah, so. Hat er bestimmt irgendwo. Nee, nur die Elite hat das. Naja, auf jeden Fall. QD heißt, ihr drückt halt hier diesen kleinen Knopf, dann hakt ihr das eine neue Markierer, bei der EMF zum Beispiel, die hat das halt. Und dann ist es halt eine sehr elegante Variante, um sich von so einer Sling und dem Markierer wieder zu trennen. Ich bin auf jeden Fall Fan von diesem QD-System. Gibt es auch nicht nur Paintball, ist halt quasi im Militär und beim Airsoft und sowieso überall. Haben wir das schon gesehen. Gibt es das auch beim Militär? Das weiß ich gar nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Also, muss doch, oder? Das ist doch nicht nur so ein Freizeit-Rambo-Ding. Ansonsten haben wir von, wo ich gerade bei SciTech bin, ne? Wir wollen jetzt ja nicht wieder vom Thema abschweifen, auch noch ganz cool, so M4-Magazintaschen. Und zwar solche Polymertaschen. Da rastet das halt hier so ein. Und dann hält das wirklich, hält das halt sehr fest. Und zum Ziehen einmal rausziehen. Man kann sich die hier draußen auch einstellen. Das heißt, man kann individuell einstellen, wie viel Druck man drauf geben möchte. Will man die halt bombenfest haben, dass die auf keinen Fall irgendwie rausfallen können, oder macht man die ein bisschen lockerer, dass man die auch mit einem kleinen Finger mal eben so rausziehen kann. Also wirklich auch ein ganz schönes System. Ist hier mit einem Belt-Clip, gibt es ja in verschiedenen Varianten, mit Belt oder eben mit einer anderen Aufnahme. Und finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Wobei ich natürlich, wie vorhin schon erwähnt, hier diese MCL-Pouches von TT noch ein bisschen praktischer finde. 24,95 ist also ein bisschen teurer, wobei es schon auch Anwendungsprofile gibt, wo die sehr gut passen, ne? Weil man die dann auch im Winkel vernünftig einstellen kann und so weiter. Jeder wie er mag. Also ein Produkt habe ich noch für euch, was ich auch ganz geil finde, für alle Pistolenspieler oder Revolverspieler. Ich habe hier so ein neues Ding von SciTech Lowrider Belt Loop R Defender SamSmart Gürtelhalter. Was für ein ekelhaft langer Name. Ich packe es in die Videobeschreibung rein. Kostet 24,95. Finde ich, ist aber wirklich ein cooles Produkt für alle, denen jetzt zum Beispiel so ein Beinholster zu unbequem ist, die aber gerne ihren Revolver noch ein bisschen oder ihre Pistole ein bisschen tiefer als am Gürtel tragen wollen. Da ist das hier, kommt das Ding ins Spiel. Das schlauft ihr hier oben in euren, ja, wenn ihr zum Beispiel ein Battle Belt habt, wo innen noch ein Gürtel drin liegt. Dann könnt ihr den halt von innen hier so einmal durchschlaufen halt. Was bei vielen Battle Belts der Fall ist. Ich glaube, bei dem Lasercut LC zum Beispiel würde es halt auch funktionieren von TT. Und so, das Ding einschlaufen oder halt auch im normalen Gürtel. Ne? Und dann habt ihr hier unten einen Adapter. Dann könnt ihr die Höhe halt einstellen, wo euer Polymerholster sitzen soll. Was ich eigentlich ganz geil finde. Und was auch cool ist, es gibt ja im Grunde genommen zwei Arretierungen dafür. Die PPQ-Spieler brauchen immer das R-Defender-Holster und die HDR-50-Spieler brauchen das SamSmart.
die SAM-Smart-Aufnahme. Und dieser Adapter hier bietet halt beides, also diese Verlängerung. Da sind halt einfach für beide Systeme jeweils die entsprechenden Teile dabei, sodass man da super mit klarkommt. Ja, gutes Produkt. So, wir sind hier bei uns nochmal eben einmal, ich habe das mal einmal zusammengebaut, vielleicht, dass ihr mal seht, wovon ich überhaupt spreche. Also, das wird hier oben in den Gürtel eingeschlafen. Normalerweise würde man sich das, wenn man jetzt hier den Laser-Cut-Belt zum Beispiel hat, kann man sich auch hier hinten das nach hinten drücken und den Gürtel hier vorne durchziehen. Und da würde man es ranmachen. Das ist aber jetzt ein bisschen aufwendig, deswegen für mal eben zeigen. Aber magst du mal eben die BBQ einmal rausnehmen? Guck mal, so sieht das halt aus. Das heißt, das Ding kommt ein bisschen runter. Es ist ein Beingurt dabei, den braucht man aber eigentlich auch nicht. Das liegt auch so ganz gut an. Und in diesem Sinne, machen wir wieder rein, ist das eigentlich ein ganz gutes Produkt, wenn man seine Pistole ein bisschen nach unten drücken will. Und ein wichtiger Punkt, warum das Ding eigentlich auch ganz geil ist, wir gehen mal kurz in die Hocke bitte. Normalerweise, wenn die Pistole hier oben am Gurt sitzt, dann drückt die hier immer komplett rein. Und wenn ihr dann, kommt euer Plate Carrier noch ziemlich weit runter, sodass man da wirklich sehr schwer rankommt. Und hier mit dem kleinen Adapter, kannst du die noch ziehen. Tada! Easy. Easy. Meine Stimme geht hier gerade langsam mit Bach runter. Ich war die letzten beiden Tage leider erkältet. Mein Lüder hat mich nach einer Woche Dauerhusten ins Gesicht offensichtlich mit angesteckt. Aber ich glaube, ich habe auch alles erwähnt. Eine Sache noch. Ich war vorhin bei den Turniermarkierern. Wir haben auch die GTEC 170R wieder reingekriegt. Absoluter Preis-Leistungskiller im oberen Preissegment. Das Ding regelt. Und passend dazu auch die neue DAI DSR, die tatsächlich auch irgendwie im Markiererbereich unter 1000 Euro wirklich neue spannende Variante ist. Die alte DSR hatte ein, zwei Schwächen. Die neue DSR Plus, so heißt sie jetzt, hat genau die Sachen ausgemerzt. Und da ist auf jeden Fall die Suppe wieder am Brodeln. Ne? Da ist die letzte Messe noch nicht gesungen. Also gerade das Schocker. Also GOG mit der Schocker AMP, dann Planet Eclipse eben mit der GTEC 170R. Aber DAI ist jetzt auch wieder mit auf der Karte mit der DAI DSR Plus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, habe ich noch etwas vergessen? Ich gucke hier nochmal eben ganz schnell rüber. Nee, habe ich nicht. In diesem Sinne danke ich euch wieder fürs Zuschauen unserer kleinen Shop-News. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich werde mal erstmal wieder gesund. Macht's gut, bis bald. Tschüss.